Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die besten Beats aus Los Mittel. Und die Wettervorhersage für heute lautet heiß, heiß, heiß. Aus wie ein Skelett. Es ist doch gar kein Halloween. Ja, das stimmt. Nun ja, wie soll ich sagen? Ich bin. Diese eine Frage war es, die mich weit zurückwirft. Erinnerungen, Erfolge, Siege, Niederlagen. Alles kommt erneut. Alles zieht an mir vorbei. Und das Schlimmste ist, ich werde ihn wieder treffen. Hallo! Hilfe! Kann mir bitte jemand helfen, ich muss hier raus, hier aus der Strömung. Was, wo? Hey, hallo, wo bin ich? Oh Mann, hallo? Wo, oh, mein Kopf tut so weh. Ist hier jemand? Hallo, ich bin gerade einfach so vom Himmel gefallen. Hallo? Hallo? Hey, ich will nichts Böses, bitte. Hey, cool bleiben. Ich möchte nichts Böses. Wo gehörst du denn hin? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Könnt ihr mir weiterhelfen, Mann? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich bin Lars und ich bin gerade einfach so hier irgendwie aufge... mein Kopf tut so weh. Ich weiß nichts mehr. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wir nehmen dich mal mit zu uns. Ist das in Ordnung? Ja, wenn ihr nicht vorhabt, mich zu fressen, sehr gerne, natürlich, okay? Habt ihr, okay, alles klar, ich vertraue euch mal, Jungs. Okay, bitte nicht von hinten irgendwie. hey, warte mal, wo wollt ihr mich eigentlich hinbringen? Hallo? Hey, ich weiß, ehrlich, kannst du mich, könnt ihr mir mal bitte eine Antwort geben, wo bringt ihr mich hier eigentlich hin? Hallo? Yo. Oha, was ist... Hey, yo, Yo! Alter, crazy, was ist das hier? Könnt ihr mir sagen, was ist hier... Hallo? Hey. Na, was geht? So, Kleiner, willkommen in meiner Höhle. Klein, aber fein, sag ich immer gern. Mal schauen, wo die, da kommt sie schon. Oh. Hi. Hi. Hey, Papst, wen bringst du denn mit? Hey, ich bin der Lars, was geht? Hi. Wir haben ihn beim Jagen im Wald gefunden. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Ja, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich bin irgendwie vom Himmel gefallen irgendwie und es war voll komisch, aber ich weiß nicht. Oh, das klingt schlimm. Hey, ich bin Lilly. Cool, dich kennenzulernen. Kannst du dich an deinen Namen erinnern? Ja, ich kann mich schon noch an meinen Namen erinnern. Na, wenigstens etwas. Woran kannst du dich denn erinnern? Ach so, Papa, ich soll dir sagen, Mama und Zecke sind beim Sammeln. Okay, Lilly, danke schön. Wenn du willst, kannst du ja gerne mal Lars ein bisschen im Lager herumführen. Nicht, dass er sich noch verläuft. Alles klar, ja, danke schön, vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall gerade ein bisschen durcheinander. Falls du Hunger hast, hier ein paar Beeren. Hey, danke schön, vielen Dank. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier... Wow. Wow, Feuer. Hier ist... Oh, was war das? Hier ist unsere Feuerstelle. Erstmal gemeinsam alle was essen und...
Was? Was sind 3 Teufel? Oh. Hey, hey, yo, was geht hier ab? Ist das hier eine Falle? Alle Jäger zu mir, die Sammler und Kinder in die Höhlen. Das ist unser Camp. Oh, oh. Lars, geh mit Lilly. Sie weiß, was zu tun ist. Hey, yo, Lilly, ich soll bei dir bleiben. Yo, bitte. Ich bleib mal hier hinter dir so stehen. Los, Lars, komm mit. Wir müssen alle weg hier. Was geht denn hier ab, Lilly? Lilly, willst du mir bitte sagen, was die Sache ist? Yo, 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 yo. Oh, oh, Mann. Wieso müssen wir denn jetzt alle... Oh. Junge, 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 was geht hier gerade ab? Was geht hier gerade ab? Was geht hier gerade ab, Mann? Ich habe noch extreme Kopfschmerzen und ich bin einfach gerade vom... Oh mein Gott. Okay, ich bleib bei dir, Lilly. Ich bleib einfach bei dir. Yo, Jungs, wisst ihr, was hier abgeht? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, was hier gerade Sache ist. Mann, nicht so schnell. Ich komme gar nicht hinterher, Mann. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Hey, Ente, was geht? Oh mein Gott, das ist ein Wildschwein. Okay, ich bleib ganz dicht hinter Lilly. Ich bin schon ein bisschen außer Puste. Yo. Was geht hier eigentlich ab, Mann? Lilly, ich brauche... Leute, ich glaube, hier sind wir erstmal sicher. Hat irgendwer Zecke gesehen? Wo ist mein Bruder? Alles gut, Lilly, ich bin hier. Yo, hey Zecke, was geht ab, Mann? Alles gut, ich bin Lars, hi. Na, alles gut? Ein Glück geht es dir gut. Mama, was machen wir jetzt? Wir bleiben erstmal alle ruhig und warten ab auf deinen Vater und die anderen Jäger. Solange kannst du ja erstmal mit Lars und meinem Bruder Bekanntschaft machen. Okay, hi, ich bin der Lars. Wie geht's denn so? Na, alles gut? Gute Idee. Lars, das hier ist mein Bruder Zecke. Zecke, das ist Lars. Papa hat ihn vorhin aufgegabelt und mit ins Dorf gebracht. Hey, na, alles gut? Ich bin der Lars. Was geht? Dann gehört er bestimmt zu dem... zum Stromhügelstamm. Und das kann doch kein Zufall sein, dass sie jetzt hier auftauchen. Hey, yo, ich habe damit nichts zu tun, wirklich. Hört mir zu, ich habe damit gar nichts zu tun, wirklich. Ich weiß nicht, wer was für ein Hügel, was? Entspann dich, Bruderherz. Lars kann sich an nichts erinnern. Ich kann mich wirklich an nichts mehr erinnern, bitte. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen... okay. Oh gut, ich habe gerade Angst gekriegt, das ist schlechte Neuigkeiten. Wir können das Lager vorerst nicht mehr betreten. Hector hat zu viele Männer. Hector? Wer ist Hector? Hector, wer ist Hector? Verdammt, naja. Kommt mit, ich glaube, ich habe letztens beim Sammeln einen Ort gefunden, an dem wir uns niederlassen können. Alles klar. Ich bleib bei dir, Lilly, bitte. Du scheinst mir die Einzige zu sein, die ein bisschen Vertrauen in mich hat, weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob dieser Zecke, dein Bruder, so ganz... ob der mich so ganz mag. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, Mann. Ich bleib einfach ganz dicht hinter allen. So, hier. Okay, komm alle mit. Ah, nicht so schnell, bitte. Ah, vorsichtig. Ich komme sonst nicht mehr nach. Was ist hier? Was ist das denn? Hier ist so eine Art Brunnen oder sowas. Okay. Okay, hier jetzt über das... Oh nein, nicht schon wieder Wasser. Okay. Oh, es wird langsam dunkel, Mann. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay. Ey, ich bin nicht so gut im Schwimmen. Kann mich da gleich jemand rausziehen? Ah! Okay. Jetzt. Ah, zieh mich raus, zieh mich raus, zieh mich raus. Oh, danke. Oh. Okay. Okay. So. Oh, hier ist eigentlich echt ein schöner Platz. Oh, Vorsicht, Loch. Vorsicht, Loch. Hier ist es. Das ist der Ort. Okay. Alles klar. Wenn das hier der Ort ist. Wie wollen wir jetzt hier... Wow, Linda, das ist echt ein schöner Ort hier. Ich glaube, hier haben wir echt eine Chance, uns niederzulassen. Okay. Okay. Na dann mal los. Allesamt, lasst uns hier ein neues, schönes Camp aufbauen. Männer, durchsucht den Wald. Frauen, gehen in die Büsche. Kids, ihr legt euch erstmal schlafen, das war's für heute. Okay, Papa, komm Zecke, komm Lars, wir machen uns das hier gemütlich. Hier sieht es gemütlicher aus. Okay, also es fangen jetzt gerade einfach alle an, hier die Sachen zu bauen. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was hier so abgeht. Schlaf gut! Schlaf gut! Schlaf gut! Wie soll ich denn gut schlafen, Mann? Ich stehe hier und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was hier gerade Sache ist. Ich weiß gar nicht mehr, was hier... Oh Mann, ich baue jetzt auch einfach hier ein bisschen was ab und baue mir hier ein kleines Lager auf, Leute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier gerade abgeht und was ich hier machen soll. Ich lege mich einfach jetzt hier irgendwo hin und mache es mir dann auch ein bisschen bequem. Hey, kleine Schnecke. Na? Oh Mann. Okay. Leute, ich leg mich jetzt hier unter diesen Baum im eiskalten... In der eiskalten Nacht. Okay, wenn ich mich hier so ein bisschen einbaue. So.
und dann hier mich so reinlege oder sowas, dann kann mir, glaube ich, nichts passieren, oder? Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Lilly und die anderen. Dankeschön für eure Hilfe. Hallo, Lars. Keine Angst. Hier kann hier nichts passieren. Ich habe eine Aufgabe für dich.